Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Entwickler, mein Name ist Mario Heinrich. Ich bin Researcher und PhD-Student an der Ruhr-Universität in Bochum und habe gerade meine PhD-Thesis zum Bereich Client-Side-Security abgeschlossen, viel XSS, viel Browser-Properties. Bin Security-Researcher für Microsoft und Redmond, teste da den IE10, arbeite für SL Labs in Berlin und für die Deutsche Post. Habe auf diversen Konferenzen schon gesprochen, meistens über das Thema HTML5, SVG-Security, JavaScript, XSS und so weiter. Und habe damals den HTML5-Security-Cheat-Sheet ins Leben gerufen, was im Prinzip eine relativ große Sammlung an Ressourcen zum Thema HTML5-Sicherheit, Angriffsvektoren etc. ist, über das sich sowohl Penetrationstester als auch Entwickler über die Thematik informieren können. Mein Hintergrund ist relativ stark eingefärbt vom Bereich JavaScript und Scripting-basierten Attacken und XSS. Und ich habe im Prinzip schon vor 4, 5 Jahren angefangen, zu dem Thema Vorträge zu halten, JavaScript from Hell, Deaf and Blind, wo es darum ging, wie man Entwickler quasi in Entwicklungsumgebungen angreifen kann, IDS-Systeme verglichen, Locking the Throne Room, wo es darum ging, mit JavaScript ein Defensivsystem im Client aufzuziehen, The Image That Called Me, was sich darum gedreht hat, welche Risiken hinter SVG-Grafiken tatsächlich stecken und diverse andere Talks. Mein Haupthintergrund ist eigentlich Cross-Site-Scripting. Aber Cross-Site-Scripting und XSS sind ja ein bisschen langweilig geworden in letzter Zeit. Es ist relativ viel Research in dem Bereich gemacht worden, viele Talks sind gehalten worden. Und wir haben im Prinzip relativ viel zu dem Thema schon gesehen und es eigentlich bis an seine Grenzen erforscht. Wir haben traditionelle JavaScript- und HTML-Injections gesehen, etwas exotischere Injections, Cross-Site-Scripting, Cross-Application-Scripting, Cross-Device-Scripting, XSS-QLI, also XSS-Attacken, die sich auf clientseitige Datenbanken ausrichten, Sidewide-XSS und andere Geschichten. Und wir haben auch schon gesehen verschiedenste Defense-Mechanismen, die auf verschiedensten Layern von Applikationen und Servern existieren. Wir sehen da Schutzmechanismen auf der Netzwerkschicht, Schutzmechanismen auf der Serverseite, im Client und so weiter. Wir haben CSP, die Content Security Policy, die in einigen Browsern mittlerweile schon aktiv ist. Wir haben NoScript, was eine relativ beliebte Security Extension für Firefox ist. Wir haben AntiSemi, ein Java-basiertes Defensivs- und HTML-Filtersystem für Java-Applikationen. Den HTML Purifier, der das gleiche für PHP-Applikationen macht. Wir haben die browserseitigen XSS-Filter im IE8, IE9 und IE10 sowie in Google Chrome. Wir kennen Mode Security, wir haben das PHP IDS gesehen und es haben einige, naja, mehr oder weniger funktionierende Web Application Firewall Produkte. Und die Frage, die ich mir daraufhin gestellt habe, warum sollen wir eigentlich Scripting-basierte Attacken noch weiter erforschen, wenn da schon so viel passiert ist? Und was können wir eigentlich machen, wenn wir überhaupt gar kein Scripting verwenden, aber trotzdem böse sein wollen? Das Thema heute ist demzufolge Scriptless Attacks, die im Browser passieren, also Angriffe, die überhaupt gar kein JavaScript benötigen, keine Plugins, kein Flash, kein Java, trotzdem und gerade dadurch in der Lage sind, NoScript zu bypassen, die Content Security zu bypassen und in Umgebungen funktionieren, wo Scripting überhaupt nicht erlaubt ist. Das kann zum Beispiel sein, ein gesandboxter iframe in HTML5, das kann sein, eine Seite, die durch NoScript geschützt ist oder ein User, der sich mit NoScript schützt. Das kann in Umgebungen passieren, in denen zwar HTML gerendert wird, aber kein Scripting erlaubt ist, wie zum Beispiel Instant Messenger, Skype, Thunderbird etc. etc. Und generell Angriffe, die wir ausführen können, die das Gleiche machen wie Scripting-Attacken, aber kein Scripting brauchen. Wir wollen also in diesem Talk lernen, wie wir Daten stehlen können, ohne überhaupt XSS oder Scripting-Attacken zu verwenden. Und natürlich auch versuchen herauszufinden, was wir dagegen tun können. Der Talk ist generell offensiv ausgelegt. Wir werden relativ viele Angriffe sehen, wir werden einfach anfangen, damit auf jeden Fall auch alle mitkommen. Wir werden kleine, harmlose HTTP-Tricks sehen, Tricks, mit denen wir ein bisschen mit der Wahrnehmung des Users spielen. Wir werden sehen, wie wir Passwörter mit CSS stehlen und brute-forcen können. Wir werden timen, wir werden measuren, wir werden loggen und wir werden stehlen. Wir werden generell versuchen, so böse wie möglich vorzugehen und die Geheimnisse des Browsers zu entlocken, die in der Lage sind, Daten zu leaken und Daten zu klauen. Wie gesagt, wir sprechen über Passwörter, über Tokens, CSERF-Tokens und ganz im Allgemeinen sensible Informationen, die der Angreifer gerne in seinen Besitz bringen möchte. Diese drei Gesellen werden uns auf unserer Reise begleiten. Diese drei Gesellen sind SVG Sanchez, HTML Harry und Clive S. Stylesheet. Die drei werden wir brauchen. Da ist keiner dabei, der irgendwie mit Scripting zu tun hat. Sie sehen es schon, es wird sich allein um Scriptless Attacks drehen. Kein Scripting notwendig. Jetzt zu meiner ersten Frage an Sie als Publikum. Was sehen wir hier? Was kann man hier sehen?
Viele sagen, das könnte ein Flüsschen sein. Andere sagen wiederum, das könnte auch ein Sumpf sein oder generell halt ein kleines stehendes Gewässer. Wir wissen es nicht genau. Was ich in diesem Bild sehe, und das ist das Zentrale an diesem Talk, ist ein Side-Channel, ein Seitenkanal. Man sieht zwar, dass da irgendwas ist, man sieht, dass es harmlos erscheint. Für mich ist es aber interessant, als Angreifer zu sehen, wir haben hier einen Seitenkanal, über den wir Informationen extrahieren können, ohne dass wir das auf den ersten Blick direkt erkennen. Das Thema Defense wird auf jeden Fall heute auch angesprochen, aber eher knapp. Das Problem ist, dass die Defensivmöglichkeiten gegen die Angriffe, die ich heute vorstellen werde, stark eingeschränkt sind, weil das, was wir tun, ist im Prinzip nichts als harmlose Feature zu nehmen, aneinander zu heften und dafür zu sorgen, dass in der Kombination aus diesen Features was Bösartiges entsteht. Deswegen ist es nicht wirklich leicht, aus dem Ganzen heraus Signaturen zu bauen oder einfach Script-Tags oder Iframes oder andere definitiv bösartige oder unerwünschte Elemente feststellen zu können, sondern wir nutzen Features, die eigentlich jeder ganz gerne zulässt und die er auch gerne seinen Usern zugesteht, in den Applikationen verwenden zu können, in dem User-Submitted HTML zum Beispiel. Wir werden uns im Bereich CSS vieles anschauen, wir werden Tricks sehen, die wir mit SVG-Bildern machen können und generell mit Links, Bildern und anderen Sachen arbeiten. Und um das nochmal zu unterstreichen, no scripting allowed, wir werden kein JavaScript verwenden, um unsere Angriffe durchzuführen. Das ist wichtig, weil man im Prinzip sagen kann, wir setzen voraus, dass eine Seite angreifbar ist oder injizierbar ist, aber auf eine positive Art und Weise, also so, dass man es eigentlich gerne hätte. Zum Beispiel, wenn der User über einen Rich Text Editor seine Seite oder sein Profil verschönern will. Also Welcome Injections, Injections, die man gerne haben möchte und von denen man nicht ausgeht, dass man damit was Böses machen kann, so wie dieser junge Herr, der von der Dame eine Spritze in den Arm gerammt bekommt und sie sagt, kann ja eigentlich nicht schief gehen. Ich kenne die Frau zwar nicht, aber die Injection ist bestimmt ganz gut und wird mir vielleicht helfen, wird schon gut gehen. So, die Struktur des Talks ist aufgeteilt in drei Kapitel. Im ersten Kapitel, was jetzt direkt folgt, schauen wir uns die simplen Tricks an. Also vielleicht werden Sie auch ein bisschen enttäuscht sein von den Angriffen, die ich Ihnen zeigen werde, weil es wirklich einfache und sehr simple Tricks sind. Im zweiten Teil des Talks werden wir uns etwas erweiterte und etwas schwierige und kompliziertere Attacken anschauen. Und im dritten Teil, For Science, wird es darum gehen, dass wir Angriffe sehen, die teilweise viele Steps hintereinander benötigen und viele Properties und Eigenschaften kombinieren, um tatsächlich ausgeführt werden zu können. Those simple tricks. Nehmen wir folgende Situation an. Wir haben Alice und Alice nutzt ihr Social Network ganz gerne, hat eine Seite, auf die sie regelmäßig geht und die sich regelmäßig einloggt und damit ihren Freunden spricht. Nennen wir das Bookface und da hat sie ein Passwort, was sie speichert und nutzt natürlich auch den Passwortmanager im Browser, weil das ein klasse Feature ist. Ich muss zugeben, ich nutze ihn selber manchmal auch. Und heute Morgen geht sie auf die Seite und stellt fest, dass da anscheinend ein neues Security Feature ist. Und die Jungs von Bookface haben anscheinend ein Capture installiert, was davon abhalten soll, dass User das Login brute-forcen. Klasse Sache, Captures sind gut, Captures verhindern brute-force. Und alles sagt sich, ja, warum denn nicht, dann fülle ich dieses Capture halt einfach aus, das kriege ich ja wohl noch hin. Und schauen wir uns die Seite mal an. Das ist besagte Seite, ist natürlich ein bisschen simplifiziert, aber so sieht das Capture aus. Hier ist ein X und hier ist ein W und hier ist ein Add und ein Fragezeichen und noch ein W und ein T. Und alles gibt das dann einfach mal ein und loggt sich dann ein. Und das Blöde ist, dadurch verschwindet ihr Passwort, beziehungsweise dadurch schickt sie dem Angreifer ihr eigenes Passwort. Und wie kann das sein? Schauen wir uns das mal live an und nutzen dazu einfach mal einen meiner Lieblingsbrowser, nämlich Opera. Hier ist die Seite. Sogar secure, was kann schief gehen? Und es sieht ja völlig legitim aus. Das ist ja ein ganz einfaches Capture. Wenn wir uns das anschauen, X, W, Add und so weiter. Wir tippen das einfach mal ein, X, W, Add und Fragezeichen. Ja, wir rechnen das gerade ein bisschen langsam. Und noch ein W und noch ein T. Und schicken das jetzt theoretisch ab und Alices Passwort ist weg. Wie kann das sein, dass dadurch, durch dieses Lösen des Captures, Alices Passwort verschwindet? Alices Passwort wird ja wohl ganz bestimmt nicht X, W, Add, Fragezeichen, W, T sein. Das wäre ja stupide. Sie gibt ja nicht ihr eigenes Passwort ein. Macht sie aber doch. Schauen wir uns an, wie das funktioniert. Was wir hier sehen, kann man das erkennen von hinten? Ist das groß genug zu lesen? Sehr gut. Opera kann leider nicht zoomen. Ich kann es versuchen, Firefox aufzumachen, jedenfalls nicht den Source View. Was hier passiert, ist, dass wir eine Injection haben. Und die Injection streckt sich von hier bis hier. Wir injizieren also ein Style-Element. Und hier unten ist das normale Form. Wir sehen halt ein Input-Element, wir sehen die ID X und Value Secret. Secret ist Alices Passwort. Und wir sehen die Injection, die hier stattfindet. Was hier passiert ist zum einen, wir nutzen die Content-Property und die Attribute-Function und extrahieren damit den Wert des Passwortfelds aus dem Passwortfeld heraus und positionieren ihn im DOM. Das ist natürlich jetzt keine gute Geschichte, dass das geht, aber dafür ist Content-Attribute-Value nun mal da, dass man bestimmte Attribute sich schnappen kann und als Inhalt
des Elements dann verwenden kann. Das heißt, wir sind in der Lage, Alices Passwort, Secret, im DOM darzustellen. Aber Alice ist ja nicht dumm und würde niemals das Wort Secret, ihr eigenes Passwort, abtippen und dann abschicken. Jedenfalls nicht an eine arbiträre Seite. Was also hier passiert, ist ein zweiter Schritt. Wir machen eine zweite Injection hier oben und sagen von Family Test und Source ist URL Test SVG, Test Format SVG und weisen dann diese Schrift, diese bösartige Schrift, die wir uns reingeholt haben, dem Element zu. Was jetzt in dieser Schrift drin ist, ist erschreckend einfach. Das ist eine Schrift, die ich selber gebaut habe. Und ich habe nichts weiter gemacht, als einfach die Buchstaben zu flippen. Das S ist ein X, das E ist ein W, das C ist ein Ad und wir haben ein R und das ist, glaube ich, wieder was anderes. Entscheidend ist aber hier, dass wir sehen können, kleinen Augenblick, wenn der Rechner irgendwann wieder reagiert, dass im Prinzip hier Secret steht, aber einfach nicht nach Secret aussieht, weil wir eine Schrift verwenden, die einfach die Buchstaben umdreht und dafür sorgt, dass alles in Capture löst, aber damit ihr eigenes Passwort abschickt. Der Angreifer muss es am Schluss nur noch zurücktransformieren und erkennen, dass es eigentlich genau das ist, was er haben wollte. Einfacher Trick, Sie werden sicherlich enttäuscht sein. Aber wir schauen uns mal an, was noch geht. Wer kennt alles Validation? Vier Leute, sehr gut, Validation ist bekannt. Validation ist was Feines und früher ist das Ganze eigentlich so gelaufen, dass wir gesagt haben, wir haben ein Formular und da dürfen bestimmte Daten nicht drin stehen. Es muss erstmal angeschaut werden, bevor es in der Datenbank gespeichert wird. Da bauen wir auf dem Server ein Skript und das validiert und das schickt ihn zurück. Ah, ist nicht valide, da bauen wir noch was rot und dann stehen rote Kästen drumherum. Diese Zeiten sind vorbei dank HTML5, weil jetzt haben wir Client-Side-Validation und wir können dafür sorgen, dass der Browser selber vor Absenden des Formulars die Daten, die im Formular drin stehen, validiert. Damit können wir dann solche tollen Spielereien machen, ohne tatsächlich einen Request zum Server abzuschießen. Wir sehen, der Name, der darf nicht leer sein, also ist das rot hinterlegt. Auch rot hinterlegt, weil die Person ist ein bisschen zu alt. Wir können hier eine Farbe wählen. Und hier ist alles in Ordnung, da wurde geklickt, hier ist alles in Ordnung. Und das macht alles der Browser. Wie macht der Browser das? Ganz einfach. Der Browser kann bei Input-Elementen nun verstehen, wenn sie ein Pattern-Element bekommen. Sobald diese ein Pattern-Element, ein Pattern-Attribut haben, kann in diesem Pattern-Attribut ein regulärer Ausdruck stehen. Und mit diesem regulären Ausdruck können die Daten, die der User in das Feld reinträgt, validiert werden. Ausgezeichnet. Das gibt uns natürlich als Angreifer die Möglichkeit, das Pattern-Attribut zu nutzen, um Passwörter zu brute-forcen. Brute-force heißt, wir hämmern so oft wie möglich gegen einen bestimmten Wert und hoffen, dass wir irgendwann den richtigen erwischen. Das kann, je nach Länge des Passworts und je nach Entropie des Passworts, also der Anzahl an Zeichen, die wir in dem Passwort oder dem beliebigen Wert verwenden, ziemlich lange dauern. Sogar sehr lange, impraktikabel lange für einen Angreifer, der es ein bisschen eilig hat. Wir haben jetzt aber die Power von regulären Ausdrücken bei der Hand und können das deswegen ein bisschen schneller machen. Schauen wir uns das mal an. Dazu sei gesagt, das ist kein Browser-Bug, sondern es ist ein Design-Feature. Das ist so in HTML drinne und so in CSS3 drinne und soll so genutzt werden und wird demzufolge auch so von jedem Browser unterstützt. Na, komm schon. Irgendwas macht meine Maschine gerade entscheidend langsam. Da sind wir doch. Okay. So. Ich habe das Ganze jetzt mal in drei Schritte gepackt. Das Ganze kann natürlich auch automatisiert passieren, aber ich möchte, dass wir diese drei Schritte nutzen, um einfach mal zu sehen, was genau intern passiert. Wir haben hier eine fiktive Seite mit einem fiktiven Passwort. Und das Passwort ist ziemlich lang, 25 Zeichen, hat eine hohe Entropie, also viele Sonderzeichen im Passwort. Das ist eigentlich genau das, was man sich von einem guten Passwort wünscht. Es ist lang, es ist schwer zu merken, es hat viele Sonderzeichen und nicht zu knacken. Wir wollen es aber trotzdem knacken. Schauen wir uns mal an, wie das funktioniert. Setzen wir mal Start auf 1. Da passiert was. Plötzlich sehen wir, dass hier ein grünes Element auftaucht und dass ein Setzlein auftaucht, was sagt Length 25. Dann fragen wir uns, wie kann denn das sein? Wir schauen uns mal die Quellen an, was jetzt wahrscheinlich wieder dauert. Können wir überziehen? Na. Ich glaube, ich mache einfach noch ein paar Sachen zu, Verzeihung. Ah, Safari mal wieder, sehr gut. Schauen wir uns mal die Seitenquelle an und erkennen jetzt in der Seitenquelle, sobald sie denn tatsächlich auch geladen ist. Was sich hier abspielt. Was wir jetzt getan haben, ist einfach mal eine ganze Reihe an Input-Elementen zu injizieren, die alle das Pattern-Attribut haben. Hier sieht man es.
Wir haben das jetzt einfach 32 Mal gemacht, weil wir vermutet haben, Alice wird ja kein Passwort haben, was länger als 32 Zeichen ist. So arrogant sind wir hier einfach mal. Wir sagen, das erste Pattern hat beliebige Zeichen, Länge 0. Das zweite Pattern hat beliebige Zeichen, Länge 1, Länge 3, Länge 4, Länge 5, Länge 6 bis hoch zu Länge 32. Dahinter haben wir ein Element, das ist ein B-Element, und das sagt, hey, so lang wäre ich denn dann? Und jetzt kommen wir zu dem eigentlich entscheidenden Punkt, zu dem CSS, und können hier sehen, wir haben das Input ein wenig gestylt und wir haben Input invalid so gestylt, dass es unsichtbar ist. Und wir haben vor allem auch Input invalid und die nachfolgenden B-Elemente so gestylt, dass sie ebenfalls unsichtbar sind. Die aber wiederum valide sind, sind sichtbar und auch die nachfolgenden Bs sind sichtbar. Das heißt, wir können optisch herausfinden, wie viele Zeichen das Passwort hat, indem wir es einfach darstellen und die Elemente, die drauf zeigen, sichtbar machen. Das ist aber noch ein bisschen langweilig. Wir wollen ja nicht nur die Länge wissen, wir wollen auch das komplette Passwort wissen. Machen wir also den nächsten Schritt und klicken einfach mal auf die Länge drauf, weil die kennen wir ja jetzt. Jetzt lädt es ein bisschen und hier sehen wir tatsächlich das Passwort. Das ist alles das Passwort, ausgesprochen lang, ausgesprochen komplex. Und wir sehen, dass um das Passwort herauszufinden, wir nichts weiter benötigt haben als 2262 Tests. Und das ist ziemlich wenig für so ein langes Passwort mit so einer hohen Entropie. Und schauen wir uns wiederum mal an, wie wir das Ganze gemacht haben. Wir sehen jetzt hier eine ganze Menge Input-Elemente, die Stück für Stück mit dem Pattern-Attribut durch alle möglichen Kombinationen durchiterieren sagen, könnte es das sein als erstes Zeichen, könnte das das erste Zeichen sein, könnte das das erste Zeichen sein und so weiter und so weiter. Irgendwann gibt es einen Treffer, dann könnte das das zweite Zeichen sein, könnte das das zweite Zeichen sein und so weiter. Drittes Zeichen, viertes Zeichen, fünftes Zeichen. Und ein paar dieser Elemente sind immer valide, während das Gros der Elemente natürlich invalide ist und deswegen unsichtbar bleibt, dank unserer Styles. Was wir also hier tun können, ist das Passwort aus dem DOM heraus extrahieren und darstellen. Das hilft uns aber noch nicht wirklich als Angreifer. Wir können es darstellen. Wir wollen es ja nicht nur darstellen, wir wollen es ja auch exfiltrieren. Ja? Genau. Also klassischer Benutzer, der einen Passwortmanager nutzt und die Daten auch im Browser über den Passwortmanager speichert. Der Passwortmanager setzt das Passwort ein, die Validatoren greifen und stellen da oder stellen nicht da. So, wir haben das Passwort jetzt hier und wir können es sehen. Wir haben seine Breite und seine Größe und wir können es sehen. Wir können die Zeichen sehen, die tatsächlich Teil des Passwortes sind, aneinander gehängt. Das bringt uns als Angreifer aber leider überhaupt nichts, wenn wir das Passwort nur sehen können. Wir wollen es ja auch extrahieren. Das heißt, dieser Angriff ist augenblicklich völlig pointless. Wir lassen es aber erstmal so stehen und lassen auch diesen Angriff erstmal so stehen, weil wir werden am Schluss dieses Talks sehen, wie wir es schaffen können, diese Informationen tatsächlich zu extrahieren, ohne dass wir irgendwas tun müssen. Es geht komplett automatisch. Aber das sehen wir in späteren Folien. Gibt es dazu soweit erstmal Fragen? Ja. Genau. Genau, davon gehen wir aber aus, dass der Angreifer das kann, weil wir davon ausgehen, dass der Entwickler dem Browser traut, wenn er sagt, da kann kein Skript ausgeführt werden. Also wir gehen von verwundbaren Seiten aus, aber nicht von der Möglichkeit, Skripte auszuführen. Alles klar, kann ich versuchen, ja. Wenn die Fragen nicht zu lang sind. Alles klar. Weitere Fragen? Gut, machen wir erstmal weiter. Kommen wir zur Advanced Class und lassen wir mal von Alice ein bisschen ab und schauen wir uns mal einen etwas security-affineren User an, der sich auch ein bisschen besser technisch auskennt, der schon weiß, was er tut, der vielleicht auch in dem Feld arbeitet und so weiter. Schauen wir uns Bob an. Und Bob ist sehr security-aware. Bob nutzt Online-Banking, aber auf seiner Online-Banking-Seite ist schon mal kein Skript erlaubt. Da sagt beispielsweise NoScript, dass kein Scripting erlaubt ist, oder er hat JavaScript per se ausgeschaltet, weil Bob weiß, was er tut. Sein Browser ist auf jeden Fall immer top up-to-date, hat immer die neuesten Versionen, nutzt Chrome oder Firefox oder irgendwas ganz Modernes, was sich sogar selber updatet. Seine E-Mails verschlüsselt PGP, S/MIME, was auch immer passieren kann, Bob ist auf jeden Fall ziemlich safe. Bob isoliert seinen ganzen Kram, kennt seine Security und selbst wenn der Angreifer auf seiner Banking-Seite oder auf einer anderen sensitiven Seite ein XSS hätte, könnte er damit nichts tun, weil Bob NoScript nutzt. Das heißt, es ist schon mal für uns als Angreifer, als Bösewicht relativ schwierig, Bob seine Daten abhanden kommen zu lassen. Das ist übrigens Bob. Bob ist ziemlich schlau.
Wir können Bob also nicht XSSen. Wir können keinen Cross-Site-Scripting-Vektor gegen Bob losjagen, weil schlicht und einfach keine Skripte ausgeführt werden. Das heißt, wir können auch nicht wirklich leicht an seine Cookies rankommen. Und selbst wenn diese Webseite so gebaut ist, dass die Cookies entscheidend sind, um Daten stehlen zu können, kommen wir da nicht ran. Wir kommen nicht wirklich einfach an seine sensitiven Daten ran. Aber wir wollen seine Login-Daten so gerne haben, deswegen müssen wir uns was einfallen lassen. Ein Weg wäre zum Beispiel, dass wir wieder meinen Lieblingsbrowser nehmen, Opera, und einfach sein Login-Form überschreiben. Hier haben wir ein fiktives Login-Form und wir sehen hier oben Username Admin, Passwort, da steht auch was drin. Nehmen wir mal wieder an, dass es Secret ist und schauen wir uns das auch mal in echt an. Vielleicht geht das jetzt ein bisschen flotter. Ah, ich habe ein gutes Gefühl. Ja, das geht in der Tat ein wenig flotter. Das ist die Seite und sieht ja eigentlich auch relativ legitim aus. Es ist nichts Komisches in der URL, was irgendwie darauf hinweist, dass da ein Angriff stattgefunden hat, und hoffen wir einfach mal, dass das alles so passt und schauen uns hier mal wieder die Quellen an. Und diesmal öffne ich die Quellen lieber im Firefox, weil da können wir zoomen. Vielleicht schauen wir uns einfach erstmal hier an. So, das ist die besagte Seite. Und hier sehen wir, hier oben ist das Login-Form, da passt alles und die Styles sind auch nett und da ist nichts Bösartiges drin. Wir haben Form-Action-Good.com, Methode Post, Username, Input-Type-Text-Name, Username-Value-Admin, Passwort, Name-Passwort-Value-Secret, sogar ein bisschen alphanumerisch, weil Bob richtig schlau ist. Und hier ist jetzt der Injection-Part. Wer kann erkennen, was wir hier gemacht haben? Was wir hier machen, ist was ziemlich Kriminelles, was eigentlich nicht funktionieren sollte, schon gar nicht in modernen Browsern. Wer kennt denn noch WML, WML und WAP? Ah, da melden sich einige. Unglaublich groteskes Format, was damals für die ganz klitzekleinen Mobiltelefone gemacht wurde, die mit diesen grünlichen Displays, Monochrom und so weiter. Für die sollte ja auch ein bisschen Internet da sein, deswegen wurde sich um den Bereich der späten 90er, frühen 2000er überlegt, Mensch, da kann man doch auch mal einen Standard schaffen, der so ein bisschen wie HTML ist, aber noch ein bisschen einfacher. Und es ist im Prinzip ein ganz minimales HTML-Subset. Und das Interessante ist, dass Opera als einziger Browser das noch unterstützt. Und das sogar innerhalb eines HTML-Elementes. Das ist also völlig egal, was das für ein Dokumententyp ist, oder relativ egal. Wir können einfach wild WAP und WML reinknallen und müssen keine Skripte verwenden. Wir sind also hier ein WML-Element, mit schön dem Namespace ausgestattet, ein paar Styles, und haben hier ein Do-Element. Und das Do-Element macht halt was. Und dann haben wir weitere Elemente, zum Beispiel hier ein Post-Field-Element, was das Do-Element in ein Formular umwandelt, ganz automatisch. Und der kritische Part passiert hier. Das sind WAP-Variables, WAP-Variablen. Wir haben also die Möglichkeit, aus dem WAP heraus in das HTML einzudringen, dazuzugreifen und aus existierenden Formulardaten oder aus existierenden Formularfeldern Daten rauszuextrahieren und weiterzuverwenden. Wir sehen also, Username korreliert direkt mit Name-Username und schnappt sich seinen Value. Genauso für Passwort. Wir haben $Passwort als WAP-Variable und er schnappt sich von Name-Passwort den Wert und baut daraus einen Post-Link, der an beliebige Stellen geschickt werden kann. In unserem Fall evil.com. Was dann de facto passiert ist, sobald wir auf der Seite navigieren und über den Submit-Button fahren, landen wir in dem Bereich, wo unser WAP liegt, was sich per WAP-Variable ohne JavaScript die Daten geschnappt hat. Wir sehen es hier schon in der URL, da ist was fischig. Wir haben evil.com, stolen Username gleich admin, stolen Password gleich secret. Wir schicken das ab und landen natürlich, wie erwartet, nach einiger Zeit direkt auf evil.com. Und hier hängt der ganze Kram dran. Gut. Ist ein bisschen abstrakt, die Attacke, und ist auch ein bisschen unlikely. Das Problem hier ist, dass das Ganze nur dann funktioniert, wenn die Seite schon von vornherein als XHTML ausgeliefert wird. Also Vorsicht für XHTML. Und wir haben noch viel mehr Pech als Angreifer, weil Bob nutzt halt schlicht und einfach kein Opera, weil der weiß Bescheid, der hat einmal in den Talks gesehen. Und das heißt, wir können nicht wirklich viel machen. Bob hat Glück gehabt, weil Bob nutzt Firefox mit NoScript. Der ist tatsächlich einer von den unbrechbaren, unbestehlbaren Usern. Und er nutzt zudem noch Thunderbird mit Enigmail, also das ganze Zeug ist verschlüsselt, was er verschickt. Von daher unpwnable. Wir können nichts machen mit seinen Daten, kommen wir einfach nicht ran. Aber wir wollen hart bleiben und haben uns überlegt, wir bauen einfach mal einen Targeted Exploit gegen Bob, weil wir wollen seine Login-Daten so sehr haben, da muss es doch was geben. Vielleicht kommen wir nicht unbedingt an seine Login-Daten ran, aber vielleicht kommen wir an das ran, was er denn so tagtäglich in seinen Browser eintippt, und überlegen uns, was wir da machen können. Können wir das überhaupt machen? Schauen wir uns das mal an. Hier haben wir eine Seite, die aussieht wie eine ganz normale Login-Seite, aber auch eine skriptlose Injektion erfahren hat. Schauen wir uns das mal live an. Den brauchen wir nicht mehr. Die ganzen URLs sind natürlich auch publik verfügbar, wer sich das später und daheim anschauen möchte, kann das natürlich auch gerne tun. Das ist Admin-Login, in das ich Bob ganz gerne einloggen möchte, und wir tippen was ein, und tippen das Passwort ein und würden uns dann anmelden. Gut.
Schauen wir uns mal an, was wirklich passiert. Firebug, kennen wahrscheinlich die meisten hier, hat ja die Möglichkeit, uns anzuzeigen, was an Netzwerk-Traffic existiert. Und schauen wir uns mal an, im Netpanel, was da so los ist. Sagen wir mal, Admin, wait a second, was passiert denn hier unten? A-D-M-I-N nach evil.com? Das ist nicht gut. Aber bei dem Passwort wird das schon nicht klappen. Secret. Auch hier passiert was. S-C-R-T. Das kann nicht gut sein. Was ist denn hier gelaufen? Schauen wir uns mal die Quellen an. Interessant. Wir haben eine SVG-Injektion. Das heißt, wir haben ein unsichtbares SVG, ein unsichtbares Inline-SVG-Bild. Wir haben ein Image-Element, brav mit Xlink-Namespace ausgestattet. Wir haben ein href-Attribut für das Image, das ist auf None gesetzt, zeigt also nirgendwo hin, gut auf die Ressource None. Und dann innerhalb des Image-Elementes haben wir eine ganze Reihe an Set-Elementen. Und diese Set-Elemente haben ein ganz interessantes Feature. Das Set-Element in Opera, beziehungsweise das Set-Element in SVG ist ziemlich gruselig, weil es eine Möglichkeit ist, deklarativ Änderungen am Dokument durchführen zu können oder sogar Animationen starten zu können. Das Set-Element, was von einem anderen Element umgeben ist, kann dieses andere Element direkt durch sein eigenes Markup, durch seine Attribute beeinflussen. Wenn also dieses Image-Element ein Set-Element hat und das sagt Attribute Name, xlinkHref, dann können wir mit dem Set den xlinkHref ändern. Wir können den auf evil.com Fragezeichen A ändern. Aber unter welcher Kondition? Und hier wird es interessant, wir haben nämlich noch ein weiteres Attribut, das nennt sich Begin. Wir können festlegen, wann diese Änderung stattfinden soll. Und SVG bietet eine ganz einzigartige API an, die nennt sich Access Key, steht in der W3C-Spezifikation drin, die in der Lage ist, tatsächlich Events abzufangen und sogar so weit hingehen, Event-Details abzufangen, dass wir wissen, welche Taste gedrückt worden ist. Wir haben also Begin Access Key A. Das heißt, wenn wir A drücken, wird die Bild-URL auf evil.com A gesetzt. Drücken wir B, wird die Bild-URL wiederum auf evil.com B gesetzt und so weiter und so weiter. Das heißt, wir müssen nur alle Zeichen, von denen wir ausgehen, dass Bob sie irgendwann mal eintippt, mit einem Set-Element versehen und können so ohne Skript einen Keylogger installieren. Unangenehm. Aber das Problem hier ist nicht wirklich, dass das Ganze in Firefox passiert und existiert. Wir müssen uns überlegen, wir haben die Möglichkeit, sowas wie echte Events per SVG und ohne Skripts zu nutzen. Und was ist denn stark verwandt mit Firefox? Nutzt die gleiche Engine, kann aber keine Skripte. Wer weiß es? Thunderbird, richtig. Natürlich funktioniert das Ganze auch in Thunderbird. In Thunderbird per Default ist es möglich, SVG-E-Mails zu empfangen. Man kann also in eine E-Mail, die man empfängt oder die man versendet, Inline-SVG einbetten. Und somit ist es möglich, wenn eine Mail verschickt wird und man diese Mail empfängt und dann in dieser Mail irgendwas macht, das sie beantwortet oder denkt, man gibt seine Passphrase ein, tatsächlich was ganz anderes passiert, nämlich alle Keystrokes werden nach wie vor von der Mail abgefangen und wohin geschickt. Schauen wir uns das mal an. Hier habe ich einen aktuellen Thunderbird und hier ist ein kleiner Blick auf meinen Serverlog und hier ist die Mail, die ich gerade empfangen habe. Und da schreibe ich einfach mal hier A, B, C und hier funktioniert was nicht, das kommt leider nicht an. Mist. Ha? Das könnte sein. Schaue ich gleich nochmal rein, wir machen erstmal weiter. Was hier passieren würde, wäre natürlich, dass wir sehen, dass die Keystrokes ankommen. Ich habe auch eine kleine Idee, warum das so ist. Ah, das ist das Problem, schlecht vorbereitet. So. Und das Ganze nochmal. A, B, C, D, E. Ah, neu starten. Verzeihung. Wir haben es gleich. Irgendwo ist jetzt auch mein Thunderbird-Ordner. Da sind wir A, B, C,
D und so weiter. Das heißt, wir können beliebige Keystrokes, die innerhalb einer Mail, innerhalb von Thunderbird passieren, tatsächlich an einen beliebigen Server irgendwo da draußen abschicken. Und das ist natürlich nicht ganz so gut. Kein Grund zur Aufregung, das Problem ist reported. In ganz aktuellen Thunderbird-Versionen sollte es gefixt sein. Also wenn man auf dem Beta-Channel sitzt, sollte schon wieder alles gut sein. Und auch in Firefox ist das Problem reported und funktioniert so nicht mehr. Der erste, der es tatsächlich gefixt hat, war Giorgio Barone von NoScript, der sofort in NoScript eine Änderung eingebaut hat. Und da ist auch schon seit mehreren Monaten der Fix drin. Das heißt, wenn man mit Firefox und NoScript unterwegs ist, ist man davor schon sicher. So. Vielen Dank an SVG Sanchez, der uns hier sehr geholfen hat mit dieser Attacke. Und das Nächste, was wir uns jetzt anschauen können, nachdem wir gesehen haben, wie wir tatsächlich aus Thunderbird heraus Keystrokes extrahieren können, ist schon das dritte Kapitel, For Science, also die etwas komplizierteren Attacken, die auch ein bisschen Nachdenklichkeit erfordern, weil man sich auf ein paar Dinge einstellen muss, von denen man nicht so ausgeht, dass sie so funktionieren oder funktionieren sollten. Und die meisten hier im Raum kennen wahrscheinlich Cross-Site-Request-Forgery, die Möglichkeit, dass man von einem Tab oder einer Seite Requests auf eine andere Seite schießen kann, weil ja HTTP glücklicherweise zustandslos ist oder unglücklicherweise, je nachdem von welcher Perspektive aus man das betrachtet. Als beste Vereinfachung der Erklärung dessen, was CSRF oder CSERF tatsächlich ist, stellen Sie sich vor, Sie sind auf einem Forum angemeldet und Sie wollen den Forenadmin ärgern. Und Sie sagen sich, okay, um den richtig zu ärgern, könnte ich ja mal einen Post erstellen, der unlöschbar ist. Das heißt, Sie gehen ins Forum, melden sich an und erstellen einen Post. Und in dem Post sagen Sie, hallo Admin, du bist blöd, und pflegen ein Bild ein. Und dieses Bild zeigt auf Logout.php. Und das heißt, wenn der Admin sein Forum moderiert und er schaut und sieht diesen Post, wo drin steht, dass er blöd ist, dann denkt er sich, okay, das ist das Bild, den lösche ich jetzt mal, das gefällt mir nicht. Und sobald er den Post löschen will, sagt das Forum, na, du bist aber abgemeldet. Der Admin sagt, wie ist das denn jetzt möglich? Weil natürlich das Bild auf Logout.php zeigt. Und klappt bei den meisten Foren nicht mehr, weil mittlerweile ist das Problem bekannt und Logout-Links und andere Links sind üblicherweise geschützt. Also da hängt hinten was dran, was dafür sorgt, dass der Request nicht ratbar ist. Also dass keiner wissen kann, wie denn tatsächlich der eigentliche Logout-Link ist. Also logout.php und dann Token gleich und irgendwas Langes, hexadezimal, 32 Zeichen, irgendwas in dem Dreh. Das heißt, wir können nicht mehr einfach so ein Bild anhängen, weil sobald uns dieser Token fehlt und wir den nicht kennen, dann wird auch der Request nicht mehr weiter verarbeitet und der Admin wird nicht ausgeloggt. Tokens sind also extrem relevant, um Applikationen davor zu schützen, gegen CSRF angreifbar zu sein. Was wir natürlich jetzt machen wollen, ist einerseits an diesen Token rankommen und andererseits damit was Bösartiges machen. Und würden wir in der Lage sein, tatsächlich skripten zu können und Skripte ausführen zu können, wäre das leicht. Weil wir brauchen einfach nur JavaScript einschleusen, was den Token ausliest und später wieder recycelt. Wir haben aber nicht die Möglichkeit, JavaScript auszuführen, weil NoScript an ist oder wir uns in einem Sandbox-Iframe bewegen. Das heißt, wir müssen einen anderen Weg finden, tatsächlich an diese für uns hochinteressanten Tokens ranzukommen. Und die Frage ist, können wir das machen? Können wir Tokens klauen, ohne JavaScript zu verwenden? Möglicherweise. Interessanterweise haben sich schon ein paar andere Leute über das Thema Gedanken gemacht und das im Jahr 2009. Das waren Sir Darkhardt, also Eduard Rovella, Gareth Hayes, David Lindsay und haben eine Präsentation und ein Paper erstellt, was ich nannte The Sexy Assassin, wo sie ausgelotet haben, was kann ich mit CSS eigentlich alles machen, was eigentlich nicht mehr so wirklich mit Layouting und Styling zu tun hat. Und haben da einige ganz interessante Sachen herausgefunden. Es ist auf jeden Fall hochgradig zu empfehlen, sich diese Seite mal anzuschauen, weil sie da sehr, 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 sehr viele eindrucksvolle Beispiele haben, wie weit man mit CSS tatsächlich gehen kann. Zum Beispiel haben sie ein Hangman-Game einzig und allein aus CSS bestehend gebaut, mit Counter und Increment und so weiter. Sehr interessant. Und sie haben zudem einen Weg gefunden, wie sie tatsächlich in der Lage sein können, Attributwerte zu brute-forcen. Und wir alle kennen ja die Attributselektoren, die CSS mitbringt. Vorhin haben wir auch ein paar davon gesehen. Sie können beispielsweise hergehen und sagen Input, Value und wenn am Anfang A steht, dann schicken wir einen Background-Request raus. Das wissen wir also, dass am Anfang des Werts, des Input-Elements tatsächlich ein A ist. Von da aus ist es aber ziemlich schwierig weiterzukommen. Wir können zwar herausfinden, ob da A, B, C, D, E, F, G und so weiter drin stehen, aber wir kommen nicht wirklich an den zweiten Buchstaben ran, weil es gibt keinen Selektor, der sagt, hey, gib mir mal den zweiten, dritten oder irgendeinen Buchstaben. Wir können den ersten selektieren, wir können den letzten selektieren und irgendeinen dazwischen, aber nicht den zweiten, dritten, vierten, fünften. Das heißt, dass die Jungs auf jeden Fall viele, viele, viele Formularelemente bauen mussten, um tatsächlich an die Daten ranzukommen und bei vernünftiger Passwort- oder Wertlänge dann schnell bei 2 Milliarden, 3 Milliarden Elementen waren, was natürlich dann etwas außerhalb des Bereichs des Möglichen liegt und den Browser abstürzen lässt. Und der Weg, über den sie es dann tatsächlich gelöst haben, war, wie gesagt, dieses Brute-Forcing, das halt gesagt hat, dann A, 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 B, A, C, A, D, irgendwann haben sie es gefunden, A, 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 B, A, A, C, und irgendwann haben sie es gefunden, etc. Sehr aufwendig, kostet viel Zeit, und die Zeit haben wir nicht.
Wir müssen uns also überlegen, welche Wege haben wir denn noch, tatsächlich Attributwerte per CSS ohne JavaScript zu bruteforcen? Und es funktioniert tatsächlich. Und um das zu beweisen, habe ich ein bisschen was an verrücktem CSS zusammengekocht, was aus relativ vielen Bestandteilen besteht. Und ein paar dieser Bestandteile will ich schon mal aufdecken. Der erste ist Height, der zweite ist Width, nichts wirklich Schlimmes. Dritte ist wieder unser beliebtes Content-Attre-Href, also die Möglichkeit, einen Wert oder einen Attributwert im DOM darzustellen. Der vierte ist Overflow-X ist None. Der fünfte ist Font-Family, wir injecten also wieder eine bösartige Font. Und es gibt noch ein paar andere geheime Bestandteile des Ganzen. Schauen wir uns aber erstmal an, was tatsächlich passiert. Interessanterweise funktioniert das augenblicklich nur auf WebKit-basierten Browsern, also auf dem iPad, iPhone, iWhatever, auf Chrome, auf Safari, Android etc. Also das ist schon eine relativ große Angriffsoberfläche, aber immer noch ein bisschen limitiert. Wir hätten natürlich gerne noch mehr. Aber schauen wir uns erstmal an, wie das auf WebKit funktioniert. Und irgendwann meldet sich Safari, glaube ich, auch. Ich glaube, das ist auch der Störenfried, der hier zu viel Leistung braucht. Ja, da passiert was. Ich bin sehr, sehr enttäuscht von meiner Hardware, muss ich heute sagen. Normalerweise ist das nicht der Fall. Ja. So, jetzt sind wir auf der wundervollen Apple Startpage, da wollen wir aber nicht hin. Sondern wir wollen auf WebKit Test. Und schauen wir mal, was hier passiert. Nach einiger Zeit. Vielleicht. Hier sehen wir was ganz Interessantes. Hier haben wir 5 Links oder 6 Links, an denen Anti-CSRF-Tokens hinten dran hängen. Und wenn wir die Seite neu laden, dann verkleinert sich die Box und da poppen so rote Rechtecke auf und verschwinden wieder und die Box wird wieder größer. Machen wir das Ganze nochmal. Komisch, bei einem passiert das nicht. Schauen wir uns mal mit dem Debugger an, was hier tatsächlich passiert. Laden wir sie dann nochmal neu. Wir sehen, hier kommen ein paar Schriften rein und hier findet ein Request statt. ESCRT, das klingt irgendwie ja schon nach Secret. Was kann denn hier passieren? Was tatsächlich passiert, ist ganz interessant. Zum einen nutzen wir wieder mal eine Custom-SVG-Font, die ich natürlich wieder selber gemacht habe. Aber das Bösartige an dieser Font ist, dass in dieser Schriftart keines der existierenden Zeichen eine Breite hat. Die haben alle Width 0, abgesehen von jeweils einem Zeichen. Das heißt, für jedes Zeichen, was ich gerne klauen möchte, habe ich eine einzelne Schriftart, in der beispielsweise das A eine Breite hat, aber kein anderes Zeichen. Und diese Breite ist einmalig. In der nächsten SVG-Schriftart hat das B eine Breite, die ein bisschen anders ist als die von A, aber kein anderes Zeichen. In der nächsten dritten Schriftart hat das C eine Breite, aber kein anderes Zeichen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, wenn wir diese Schrift auf Elemente legen, dafür zu sorgen, dass nur das Zeichen, was darin vorkommt, tatsächlich Dimension hat. Jetzt müssen wir natürlich an diese Daten noch rankommen und uns fragen, so wie können wir denn dafür sorgen, dass wir die Informationen extrahieren können? Und da kommt die Animation ins Spiel, die 5. oder 6. Komponente mittlerweile, die dafür sorgt, dass die Box, in der das Ganze drin ist, was wir klauen wollen, sich verkleinert. Weil was passiert, wenn wir nur ein Zeichen sehen können, aber die Box um das Zeichen herum dann zu klein wird für dieses Zeichen? Oder wenn wir 2 oder 3 Zeichen haben und das letzte ist einfach zu viel für die Breite der Box. Das bricht natürlich um. Geht in die nächste Zeile. Das heißt, für einen kurzen Moment, wenn wir der Box eine feste Höhe geben, entsteht ein Scrollbar. Das ist einmalig eine Stelle. Wir können also feststellen, wenn sich die Box verkleinert, ab einem bestimmten Punkt entsteht ein Scrollbar. Und wenn wir diesen Punkt erwischen, an dem der Scrollbar entsteht, dann können wir diese Information verwerten. Wir können also timen, wir können also herausfinden, wenn wir wissen, wie schnell die Animation ist und wie viel Breite die Box hat, beziehungsweise wann der Scrollbar auftaucht, wie breit die Box ist. Damit können wir herauskriegen, welches Zeichen tatsächlich noch dargestellt wird und klauen diesen einen Buchstaben. Jetzt kommen wir aber zu dem größten Problem und müssen uns überlegen, wie kriegen wir denn überhaupt mit, ob ein Scrollbar existiert oder nicht? Weil normalerweise sagt der Scrollbar ja nicht, hallo, hier bin ich. Und man kann auch keine Hintergründe auf Scrollbars legen. Internet Explorer hat mit der Version 5.5 angefangen zu erlauben, oder ich glaube sogar 4.0, dass man Scrollbars bunt machen kann. Aber keinem hat es so richtig gefallen, deswegen hat es auch kein anderer implementiert. Von daher, naja, mit Farbe kommen wir da auch nicht weit. Aber WebKit
ist auf jeden Fall da ein bisschen radikaler und hat sich gesagt, so, ah, wir laufen ja auf dem iPhone, wir laufen auf Android und auf so vielen interessanten Betriebssystemen. Wir wollen dem Entwickler die Möglichkeit geben, seine Scrollbars komplett zu stylen. Runde Ecken, Schatten, Hintergrundbilder und so weiter. Hintergrundbilder, perfekt. Wenn wir also eine Scrollbar haben mit einem Hintergrundbild, dann kann es ja sein, dass dieses Hintergrundbild erst genau dann lädt, wenn der Scrollbar auftaucht. Das heißt, wenn der Scrollbar auftaucht und wir wissen, wann das Hintergrundbild lädt, wissen wir, in welcher Position die Animation ist, wir wissen also, welches Zeichen wir haben. Habe ich gedacht. Stimmt aber leider nicht. Das Problem ist, dass WebKit schlau ist. Nicht wirklich richtig schlau, aber schon ziemlich schlau. Und das ist die Scrollbar-Hintergrundbilder onload lädt. Das heißt, sobald die Seite lädt, werden auch die Hintergrundbilder geladen. Das ist natürlich blöd, so kann ich nicht timen. Aber es ist ja nicht nur so, dass man den Scrollbalken direkt stylen kann. Die WebKit-Jungs haben sich eine komplett aufgeblähte API überlegt, mit der sie auch einzelne Bestandteile des Scrollbars stylen können. Sie können also auch hergehen und beispielsweise sagen, bestimmte Teile, vielleicht der Pfeil oder Trackpiece oder der Schatten oder die Seiten oder untere Bereiche oder nur in bestimmten Situationen werden gestylt, alles andere nicht. Und ich habe relativ lange gesucht und tatsächlich diese eine Kombination gefunden, mit der es möglich ist, Bilder zu laden, wenn der Scrollbar auftaucht. Und das ist dieses Selektor-Monstrum. Wir haben das Div und auf die Klasse S für den Buchstaben S. Dann haben wir Doppelpunkt, Doppelpunkt, Minus, WebKit, Minus, Scrollbar, Minus, Trackpiece, Doppelpunkt, Vertical, Doppelpunkt, Increment. Und das kriegt einen Hintergrund. Und das funktioniert. Und das ist genau das, was wir in dem Beispiel sehen, was uns dann die Daten extrahiert, die wir brauchen. Tja, dann zum Google Chrome Bugtracker gegangen, habe gesagt, Freunde, da ist was, dann ist es nicht so gut, das ist dieses eine Ding, das könnt ihr relativ schnell fixen. Und die haben gesagt, ja, schöner Bug, aber na, nee. Und ich war ein bisschen enttäuscht und habe mir gedacht, so, warum fixen die das denn nicht? Und dann hat gefragt, ja, ich meine, das lässt sich doch schnell machen, schnell irgendwie so WebKit upstream und die sind bestimmt auch nicht dagegen und das kriegen wir schon irgendwie hin. So, nee, das bringt nichts. Warum bringt das denn nichts? Die müssen was wissen, was ich nicht weiß. Und in der Tat habe ich dann weiter überlegt und mir gedacht, so, dass vielleicht kann es auch gehen, dass es nicht nur WebKit funktioniert und dass es auch in anderen Browsern funktioniert. Eigentlich wäre es ja auch viel schöner, wenn es in anderen Browsern funktionieren würde. Und habe eine Zeit lang nachgeforscht und dann tatsächlich einen Weg gefunden, wie es auch in anderen Browsern möglich ist, ohne schlaue Scrollbars. Die Scrollbars sind also gar nicht mehr das Problem. Das Problem ist noch etwas größer. Holen wir mal ein bisschen weiter aus und schauen uns mal das Thema WOF an. Wer kennt denn WOF? Web Open Fund. Sehr gut. WOF-Schriften sind was Feines. Sie können im Browser genutzt werden, sind Teil von der HTML5-Spezifikation, können ganz normal via Fontface eingebunden werden und bringen ein ziemlich interessantes Feature mit. Wer kennt denn, vielleicht sind auch Typografen unter uns, wer kennt denn das Feature diskretionäre Ligaturen oder kontextuelle Alternativen? Aha. Discretionary Ligatures sind hochinteressant, weil wir die Möglichkeit haben, ganze Strings oder Substrings durch ein bestimmtes Zeichen zu ersetzen. Wir können also beispielsweise hergehen und sagen, der String Cat wird ein Kätzchen-Icon. Oder der String Deer wird ein kleines Rentier. Ziemlich praktisch, es gibt relativ viele Anwendungsfälle dafür. Hier sehen wir es live im Microsoft Test Drive. Hier haben wir den String Cat. Und sobald wir hier die Contextual Alternatives anmachen, wird das Ganze ausgetauscht durch ein einziges Zeichen, durch das Kätzchen. Praktisch. Und auch hübsch. Dann gibt es Tools, wie beispielsweise FontForge, die offen sind und kostenlos und von jedem genutzt werden können und hervorragend Feature-Umfang mitbringen, nämlich genau das, was ich als Angreifer brauche. Wir können WOF-Fonts editieren und wir können vor allem die diskretionären Ligaturen selber editieren und uns eigene bauen. Ich habe mir gedacht, das führt uns ja dazu, dass wir beispielsweise hängen können und sagen können, der komplette String, super secret, kann durch nur noch ein einziges Zeichen abgedeckt werden, durch beispielsweise dieses R, einfach zufällig ausgewählt. Und das Ganze funktioniert. Sobald dann auf einer Seite, wo ich diese Schrift einbinde, nach der Modifikation der String Super Secret auftaucht, wird er ersetzt durch das R. Ich kann aber als Editor dieser Schrift komplett selber bestimmen, wie breit dieses R ist, wie es aussieht, welche Dimensionen es hat. Und da sind wir wieder bei dem Timing, bei dem Logging, bei dem Measuring. Wir haben also die Möglichkeit, mit etwas Geduld oder fein geskriptet, uns eine Dictionary-Font zu bauen, eine Schriftart, in der so viele wie möglich, zum Beispiel Passwörter oder Strings oder numerische Zeichenfolgen für Kreditkartennummern oder bestimmte beliebige andere Daten zusammengefasst sind. Und jeder String ist repräsentiert durch ein anderes Zeichen, was jeweils eine klitzekleine andere Breite hat. Das heißt, wir haben die Möglichkeit dafür zu sorgen, dass wir eine riesengroße Schrift haben mit beispielsweise 100.000 von Strings. Schriften sind dafür optimiert, genau das zu können. Werden auch schön komprimiert dann nochmal. Und jeder dieser 100.000 Strings hat ein Zeichen von einer ganz bestimmten Breite als Repräsentation.
Das heißt, wenn wir diese Schrift dann injizieren und die diskretionären Ligaturen aktivieren, haben wir die Möglichkeit, ganze Zeichengruppen zu einem Zeichen zusammenzufassen und deren Breite zu kennen. Und wenn dann tatsächlich dieser String vorkommt, alles andere aber unsichtbar ist mit dem Trick, der wir machen alle anderen Zeichen unsichtbar, dann wissen wir, dass dieses Zeichen da ist. Wenn dann ein Element Breite und Dimension hat, wissen wir, dass dieses Zeichen oder die Zeichenfolge existiert. Wir können uns also Angriffsschriften bauen. So ein bisschen wie so populäre Passwortcracker, John the Ripper und so weiter, nur alles kombiniert in einer kleinen Schrift und das Ganze mit CSS ansteuerbar. Eingebunden wird es sehr einfach. Momentan hat es noch Vendor-Prefixes, minus mods, minus font, minus feature settings, c alt gleich 0, contextual alternatives, und minus ms, minus font, minus feature settings, kalt und dann 0. Etwas anders, da sind Sie sich nicht so ganz einig, wie das aussehen soll, aber es funktioniert schon. Jetzt müssen wir uns aber natürlich die folgende Frage stellen und kommen damit auch zurück zu dem zweiten oder dritten Angriff, den wir gesehen haben, mit dem im DOM dargestellten Passwort, dem langen Passwort von Alice, wir erinnern uns. Jetzt haben wir die Möglichkeit, auf diesen String eine Schriftart draufzulegen, dafür zu sorgen, dass wir dem Ganzen eine distinkte Breite geben können. Immer noch die Frage offen, wie können wir das rausfinden? Und wir wollen es ja auf allen Browsern rausfinden. Wir können natürlich den Trick mit den smarten Scrollbars nutzen und einfach wieder die Box verkleinern. Aber wir wollen ja auch auf andere Browser. Und es kann ja auch sein, dass jetzt Bob in unserem Fall kein WebKit nutzt, sondern, wie wir wissen, Firefox. Nun, wir haben eine Zeit lang überlegt, wie man das am besten machen kann, und irgendwann fiel mir auf, wir haben doch Media Queries. Und Media Queries sind doch eigentlich super praktisch, Accessibility und Devices erkennen und Bandbreite sparen. Und können wir die eigentlich auch für was Finsteres verwenden? Und ich habe mir die ganze Zeit schon gedacht, dass Media Queries, da muss irgendwas faul sein. Und tatsächlich, da ist was faul. Weil Media Queries geben uns die Möglichkeit, auf allen Browsern selektiv zu erkennen, ob ein Scrollbar da ist oder nicht. Und wir können beispielsweise hergehen und sagen, wir haben einen Pop-up. Und wir verkleinern dieses Pop-up einfach mal. Wir lassen es immer kleiner werden. Und irgendwann geht dann ja vielleicht ein anderes Media Query an. Und wenn in dem Pop-up was drin ist und wir was umbrechen lassen, entsteht ja ein Scrollbar. Vielleicht kriegen wir das ja darüber mit. Hat aber nicht funktioniert. Was aber funktioniert hat, war, in den Pop-up noch ein iFrame zu machen, das Pop-up dann zu verkleinern, dann den iFrame intern umbrechen zu lassen, sodass der ein Scrollbar produziert, Media Queries hat und sich dadurch insgesamt in seiner kompletten Dimension verkleinert. Das heißt, wir springen von einer Dimension, Media Query 300 Pixel, auf die nächste Dimension, Media Query 290 Pixel, weil der Scrollbar 10 Pixel Breite hat. Und das funktioniert wunderbar. Schauen wir uns das mal an. Das dauert jetzt wieder alles ein bisschen hier. Da dreht sich was, es geht voran. So. Da sind wir. Ich war jetzt hier ein bisschen faul und ich habe ein bisschen geskriptet, weil es sehr, sehr, sehr ermüdend ist, das Fenster erstmal initial auf die richtige Größe zu bringen. Von daher, hier ist ein bisschen Skript drin. Im tatsächlichen Angriffsfall wäre es natürlich nicht so. Wenn jetzt einfach mal faul und sag auf Click Me First. So, hier sagt der iFrame, wir haben keine Scrollbars. Wir sehen auch keinen Scrollbar, ist ja keiner da. Sobald wir das Fenster nach unten ziehen, passiert überhaupt nichts. Wir verletzen ja nichts. Wenn wir aber jetzt die vertikale Größe des Fensters variieren, wird irgendwann es zu einer Stauchung kommen, die dafür sorgt, dass der iFrame intern einen Scrollbalken aufbaut, sich dadurch sein Viewport ändert und er andere Media Queries anspricht. Schieben wir das ein bisschen weiter nach oben, und da ist der Scrollbar und wir haben ein anderes CSS. Jetzt müssen wir nur noch einen Background-Image-Request rausfeuern und wir wissen exakt und ganz genau, wann der Scrollbar auch getaucht ist. Dieser Scrollbar ändert die Größe des iFrames, der auf 100% gesetzt ist. Der lädt dadurch ein anderes Media-Query, lädt dadurch Background-Images. Wir wissen, da ist der Scrollbar, genau die Information, die wir brauchen. So. Wo landen wir dadurch? Im Prinzip landen wir dadurch in einem Punkt, wo wir sagen können, wir haben ein Datenleck mitten im Browser, aber das Datenleck ist ein Feature, was noch nicht mal ein Webseiten-Feature ist oder ein HTML5 oder irgendwas vergleichbares Feature ist, sondern der Scrollbar an sich ist ein Datenleck. Und das ist extrem schwer zu fixen. Und ich habe selber noch keine Antwort, was wir da machen können, weil dadurch, dass sich von dem iFrame durch den Scrollbar die Dimension ändert, die Media Queries greifen, wir dadurch wissen, wenn sich das Ganze verkleinert, welche Breite wir haben, also welches Zeichen es ist, also welcher Substring es ist, und dann einen Hintergrundrequest feuern können, können wir beliebige Zeichen extrahieren, nur über das Wissen, das wir dadurch erlangen, dass wir wissen, wann der Scrollbar auftaucht. Und das ist unangenehm. Jetzt kann ich auch verstehen, dass die WebKit-Jungs gesagt haben, so, nee, das fixen wir nicht wirklich mit unseren schlauen Scrollbars, weil es ist ja eigentlich noch viel schlimmer. Wir kommen ja auch so an die Daten ran. So, haben es fast geschafft. Dazu erstmal Fragen. Da ist eine Frage.
Die Frage ist, was ist, wenn vorher schon Overflow Scroll im CSS definiert ist? Ja, dann machen wir es wieder aus mit Important. Gute Frage. Die Frage war, können wir das nicht so machen, dass wir Grafiken hinterlegen, die dann Requests zu einem beliebigen Server schicken? Habe ich selber auch versucht und habe ich konkret versucht mit SVG-Fonts. In der Spezifikation von SVG-Fonts steht auch drin, dass das mal gehen soll. Irgendwann. Die Browser machen es aber noch nicht, weil ich glaube, das wäre pure Madness zu sagen, wenn wir für Zeichen tatsächliche Bildersetzungen darstellen können. Also beispielsweise für die Glyph-Elemente in der SVG-Schrift. Das geht noch nicht, aber der Gedanke war da und ich habe es versucht. Und zumindest wissen wir, dass das nicht funktioniert, weil das würde es im Angreifer ja noch viel, viel einfacher machen. Genau. Aber das geht leider nicht. Noch nicht. Vielleicht geht's bald. So, wir haben es wie gesagt fast geschafft. Was wir gelernt haben aus diesem Talk ist erstmal prinzipiell, heutzutage ist alles ein Side-Channel. Wir haben so viele Möglichkeiten, Daten zu extrahieren, ohne tatsächlich einen wirklichen Angriff durchzuführen, sondern indem wir einfach Features konkatenieren, das ist schon ein bisschen gruselig. Wir haben gesehen, wie wir Scriptless Attacks gegen XSS-Angriffe antreten lassen können und das ist ziemlich chancengleich. Also Scriptless Attacks können zwar etwas komplizierter, aber durchaus immer noch ähnliche oder die gleichen Daten extrahieren, indem nicht ein Skript ausgeführt wird oder ein Plugin oder ein Flash oder irgendwas ausgeführt wird. Es ist halt nur ein bisschen komplexer und im Wesentlichen müssen wir halt ein bisschen unsere Kreativität als Angreifer anstrengen, weil irgendwie kommen wir halt schon dahin, wenn wir das Ganze nur richtig kombinieren. Wir haben relativ häufige Injektionsszenarien, wo halt tatsächlich HTML erlaubt ist, bei Regex-Editoren und so weiter. Und wir haben auch die Iframes-Handboxes in HTML5, die immer mehr Popularität erlangen, weil man ja davon ausgeht, dass in denen halt alles okay ist. Der Browser soll ja dafür sorgen, dass in denen gesandboxen Iframes nichts passieren kann. Aber all das, was wir gerade gesehen haben, kann darin passieren. Von daher kann das schon relativ haarig werden. Weiterhin haarig ist die Tatsache, dass es natürlich schwer zu erkennen und demzufolge auch schwer zu fixen ist, weil, wie gesagt, wir nutzen Standard-Features. Und wir haben auf jeden Fall einen großen Vorrat an neuen und bislang noch nicht erforschten Timing- und Side-Channel-Attacken, die möglich sind. So bizarr es klingen mag, Scriptless Attacks können momentan gut mit NoScript bekämpft werden, weil die Angriffe, die ich über die Phase des Researches, die für den Talk notwendig war, gefunden habe, allesamt an George Maone weiter reported habe, der wiederum dann Fixes in NoScript eingebaut hat. Wenn Sie in das Changelog reinschauen, werden Sie sehen, dass da viele spezifische Einträge aufgetaucht sind in den letzten Wochen. Mit NoScript ist man also relativ sicher. Das mit dem Scrollbar haben wir noch nicht im Griff, aber vielleicht fällt uns da ja auch noch was ein. Da halt auch die Frage, abgesehen davon, wie kann man sich dagegen schützen, wie können sich Browser dagegen schützen, was können wir tun, wie können wir die Datenleakage reduzieren? Sollen wir die Standards ändern, müssen wir grundlegendes Browserverhalten ändern, müssen wir dafür sorgen, dass sich Iframes und Scrollbars und Ligaturen anders verhalten, sollte es da Limits geben, müssen wir bessere Sandboxes bauen, können wir vielleicht die SOP ein bisschen erweitern und sagen, die SOP gilt auch für Bilder oder Hintergrundbilder. Da wäre zum Beispiel Content Security Policy für Mozilla wieder eine gute Alternative, weil genau das da drin ist. Das heißt, mit CSP und einer guten Policy können wir dafür sorgen, dass die Data Leakage auf jeden Fall stark reduziert, zumindest gebändigt wird. Wir können uns auch überlegen, ja, vielleicht in ein paar Szenarien nutzen ja Frames und die Seiten müssen geframed sein etc. Könnten uns deswegen X-Frame Options Headers helfen? Jein, weil wir können das Ganze auch im Pop-Up machen. Also zumindest ein eingeschränkter und nicht wirklich valider Schutz. Deswegen Quintessence und Bottomline, momentan use NoScript if you can. Das ist das Einzige, was tatsächlich momentan relativ effektiv funktioniert als Schutz gegen solche Formen von Angriffen. Ob solche Angriffe wirklich Real-Life-Charakter haben oder haben werden, bleibt noch dahingestellt, aber ich denke, allein die Tatsache, dass es möglich ist, sorgt dafür, dass es auch immer gemacht wird. Bestes Beispiel für unmögliche Angriffe ist ja auch ein Self-XSS auf Facebook, wo man halt gesagt kriegt, hey, nimm mal diese JavaScript-URI und tu sie in die Adresszeile und dann kriegst du ein kostenloses iPad. Leute machen das. Mittlerweile schützen die Browser dagegen mit einer Warnung und sagen, hey, du solltest kein JavaScript in deine Adresszeile reinkopieren, du kriegst kein kostenloses iPad. Gut, das sagt der Browser nicht, aber was steckt da noch alles drin? Ich denke, das Feld ist als solches noch nicht ausreichend erforscht, da geht noch wesentlich mehr und es können sich wahrscheinlich auch noch wesentlich mehr Side-Channels finden lassen. Wir schreiben gerade ein Paper für ein Journal darüber, sodass es auch auf größere Fläche publiziert sein wird, sodass vielleicht auch auf Seiten der Browser-Vendors da ein bisschen mehr Awareness existiert. Aber wir sind halt immer noch relativ weit am Anfang und ich glaube, da geht noch wesentlich mehr. Generell würde ich sagen, ist für Pentester und auch leider für Angreifer natürlich ist, so, dass auch ohne XSS und mit delimitiertem und gebändigtem JavaScript nach wie vor noch spannende Zeiten auf uns zukommen werden.
Jetzt habe ich noch eine kleine Sache am Schluss. Meistens habe ich in meinen Talks noch eine kleine Bonus-Vulnerability. Haben wir denn hier Advertiser? Ist jemand Advertiser? Kein Advertiser. Schade, weil das wäre für Advertiser auf jeden Fall hochgradig interessant gewesen. Wer kennt denn Tracking-Pixel? Sehr gut. Und wer würde denn gerne noch mehr über seine User wissen? Ja, fast gedacht. Da hätten wir was. Und zwar... Dank HTML5, und das ist eigentlich ziemlich traurig, eigentlich ist es gar nicht lustig, dank HTML5 gibt es eine komplett neue Möglichkeit, das Verhalten der eigenen User noch viel präziser zu tracken. Und wir können, mit einem Tracking-Pixel können wir feststellen, so der User ist jetzt auf die Seite gekommen. Aber wir wissen nicht, wie lange der da war. Dafür brauchen wir JavaScript. Wir wissen nur, dass er auf der Seite ist. Wir können zwar ein paar Tricks anwenden und hier und da was machen, vielleicht ein bisschen Flash und so weiter. Aber ohne JavaScript können wir nicht wirklich feststellen, wie lange der User tatsächlich da war. Wenn er die Seite verlässt etc. Das geht halt einfach nicht. Es sei denn, er geht auf eine andere Seite, die wir auch tracken. Dann können wir zumindest raten, dass er ungefähr so und so lange da war. Ich sag aber, wir haben die Möglichkeit, mit HTML5 auf die Millisekunde genau zu tracken, wie lange der User auf der eigenen Seite ist, ohne JavaScript. Und das ist ziemlich gespenstisch. Gespenstisch aus dem Grund, weil es nicht nur im Browser funktioniert, sondern auch in Videoplayern und seit neuestem auch auf Fernsehern. Schauen wir uns mal an, was das ist. So sieht das Ganze aus. Vielleicht ein bisschen blurry. Aber man kann hier sehen, wir sind auf einer Seite und da passiert eigentlich nichts Gravierendes, aber da ist ein Ticker, der ohne JavaScript läuft und sagt, der User war für 0 Sekunden hier, für 1 Sekunde hier, für 2 Sekunden hier, für 3 Sekunden hier, für 4 Sekunden hier und so weiter. Das Ganze komplett ohne JavaScript. Wie machen wir das Ganze? Mit dem neuen Element in HTML5, was sich nennt Track. Es ist ein bisschen grotesk. Es ist ein bisschen grotesk, dass das Track-Element sich für Tracking eignet. Ich glaube nicht, dass sich das W3C unbedingt das dabei gedacht hat, weil eigentlich ist das Element für Untertitel da und soll dafür sorgen, wenn wir ein Video-Element haben und dem ein Track-Element als Kind geben, dass ich das Untertitel holen kann, die es dann in das Video reinpackt. Das Blöde ist aber, dass es für diese Untertitel mittlerweile zwei eigene Substandards gibt, WebVTT und TTML. Und man kann es schon vom Geruch her ahnen, da kann natürlich HTML drin sein, da kann CSS drin sein und da kann auch JavaScript drin sein. Wir können über den Untertitel mittlerweile sogar Applets ausspielen. Ich weiß nicht, ob wir das wollen. Und angesichts der Tatsache, dass wenn man sich auf populären, ich schaue den Film erstmal an, bevor ich mir ihn kaufe, Seiten, Filme runterlädt und da ein gleichnamiger Untertitel neben der Videodatei liegt, dann machen die meisten Player diese Untertiteldatei automatisch gleich mit auf. Stimmt, oder? Also zumindest sehe ich das Verhalten ab und an, wenn ich diese Seiten teste. Und das Problem ist, dass wir eigentlich gar nicht mehr wirklich feststellen können, was wir da eigentlich alles mitladen. Und wenn so ein Untertitel automatisch aufgerufen wird oder von der Webseite gerufen wird, dann ist er halt da und schickt Requests nach irgendwo hin. Und ich sagte eben Fernseher. LG hat vor ganz kurzer Zeit ein Device auf den Markt gebracht, ein Fernseher, ein schöner Plasma-Screen oder Flat-Screen, diese großen Dinger, mit einem integrierten HTML5-Browser. Muss das sein? Gut. Es ist auf eine gewisse Art und Weise the end of privacy, weil ich glaube, die MPAA ist super interessiert an diesem Feature, weil die jetzt sagen können, na, du hast den Film auf jeden Fall bis zum Ende geguckt, mein Freund, den hat dein kleiner Bruder nicht versehentlich runtergeladen. Wir wissen, dass du ihn bis zu Ende geschaut hast, sogar die Credits, weil sie können das 1A tracken. Genauso können wir ja auch hergehen und können sagen, auf unsere Seite bauen wir jetzt einmal ein Pixel großes Video ein, was die ganze Zeit Requests feuert über den Untertitel. Somit wissen wir haargenau, wann der User auf die Seite kommt, wann er sie verlässt, wann ein Ajax-Request gefeuert wird, wann er fertig ist, wann ein neues Element da ist, wann das nicht mehr da ist, etc., etc. All das können wir jetzt Mikrosekunden genau tracken. Ob das so gut ist oder nicht, ich würde sagen, es ist ein etwas zweischneidiges Schwert. Gut, das war's. Fragen vielleicht, kleine Diskussion und ja, vielen Dank.